Nun habe ich jetzt die Freude zu verkünden, dass Frau Amelie Fehrmann beim diesjährigen Kreativmanagement Award den zweiten Platz gewonnen hat. Ich wollte den ersten Platz, den Sportwagen. Die kommen mit dem läppischen Koch. Sex, Spaß und Kohle. Das ist Simons neues Lebensmotto. Lass die Finger von Delay oder du kriegst es mit mir zu tun. Der LKW nach Danzig ist überfallen worden. War Ben etwa in dem LKW? Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ich konnte nicht ahnen, dass es so läuft. Und dann holt er aus. Also wenn Sie mich fragen, dann handelt es sich hier um einen Trittbrettfahrer. Ja, alles klar. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Frau Roth? Hey, ich habe Sie da zufällig gesehen und dann dachte ich, frag mal, gibt's was Neues oder vielleicht Zeugen? Bei Biggies Bistro ist ja immer eine Menge los. Frau Roth, haben Sie mein Telefonat gerade mitgehört? Das mit den Trittbrettfahrern? Es tut mir leid, Entschuldigung, ich weiß, das geht mich nichts an. Aber haben Sie denn da Beweise, dass dieser Überfall nicht zur Serie gehört? Frau Roth, Sie müssen diese Information wirklich für sich behalten. Sonst gefährden Sie die Ermittlungen. Nein, auf gar keinen Fall. Mir geht's ja nur darum, meine Leute zu schützen. Ja, ich weiß. Frau Roth? Ja? Ich bräuchte dringend die Personalakten Ihrer Mitarbeiter. Warum? Ja, ich möchte ausschließen, dass es sich um einen Inside-Job handelt und beweisen, dass es hier um einen Trittbrettfahrer geht. Ich glaube nicht, dass einer meiner Fahrer was damit zu tun hat. Ja, das mag schon sein. Aber wir müssen einfach ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Vielleicht finden wir da ein paar Hinweise. Also Personen, die vielleicht irgendwie schon in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen sind oder aus dem Milieu stammen. Dinge solcher Art. Ich lege für alle meine Mitarbeiter die Hand ins Feuer. Aber ja, Sie bekommen die Personalakten. Heute noch? Okay. Okay. Und ich kann mich darauf verlassen, dass das hier unter uns bleibt. Ja, klar. Sehr schön. Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Oh doch. Das wissen Sie sehr genau. Na, verstehe, nur weil ich ein Dahlmann bin, bin ich jetzt automatisch auch der große Verbrecher. Stopp. Mit Vorurteilen kenne ich mich besser aus. Sie haben ein völlig falsches Bild von mir. Ich sage nur SSK. Sex, Spaß, Kohle. Klingelt da was bei Ihnen? Und jetzt hätte ich gern einen grünen Tee. Ich bin nicht im Dienst. Nee, nee, alles gut, passt schon. Okay. Danke. Viel Spaß damit. Tschüss. Hi. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Ich auch. Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Nein. Hier? Jetzt? Warum nicht? Aber deine Kunden müssen warten. Schauen wir, wie lange es dauert. Ich muss ganz kurz hinten abschließen, okay?
Guten Tag, Herr Wilke. Ach, hallo. Oh, lahmt Sie? Das weiß ich noch nicht so genau. Sie hat einen Horrortransport hinter sich, leider. Was ist passiert? Soll ich? Gerne, ja, danke. Hey. Ja, erst ein Stau auf der Autobahn, das macht natürlich jedes Pferd nervös. Aha. Und dann auch noch so ein Raser auf der B209. Er hat so ein idiotisches Überholmanöver gemacht. Fast hätte es gekracht. Der Transporteur musste voll in die Bremsen gehen. Mensch, das arme Tier. Ja, aber es scheint alles okay zu sein. Wem gehört das Pferd? Mein Freund Ralf. Ach, das ist seine Stute? Ja, das ist Justitia. Ah, und wo ist er? Er muss arbeiten. Wir hatten ausgemacht, dass ich sie in Empfang nehme. Aber das ist doch hier alles neu für Sie. Da muss doch der Besitzer dabei sein. Ja, das stimmt natürlich, gerade nach dem Transport. Aber ich bin jetzt da und kümmere mich darum. Also dein Besitzer ist so ein richtiger Pferdeliebhaber, hm? Ich muss sagen, ich bin durchaus zufrieden. War klug von mir, dich prozentual am Erlös zu beteiligen. Wann kann ich mit dem Rest rechnen? Gut, bis dann. Hey, das war Cosmo. Die Sache läuft. Ach, Entschuldigung. Du wolltest ja keine Namen wissen. Ich spreche von... Du weißt schon. Und hier, das Geld für die Räder. Natürlich unter Marktwert, logisch, aber dafür schnell. Und das ist ja das Wichtigste, oder? Die Polizei hat den Verdacht, dass der Überfall nicht zur Serie gehört, sondern schlecht inszeniert war. Von Nachahmungstätern. Was? Warum? Ich habe zufällig ein Telefonat von unserem Oberstaatsanwalt gehört. Die Fahrer wurden immer mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Aber Ben wurde niedergeschlagen. Verdammt. Das stand nicht in der Presse. Bestimmt haben die das extra zurückgehalten. Und jetzt? Okay. Ruhe bewahren. Die Sache läuft doch eigentlich wie am Schnürchen. Das Geld, das wir machen, reicht locker für das ATLS und die Instandsetzung der Lagerhalle in Goslar. Weiß dieser Sobota, dass du ihn belauscht hast? Aber nur, dass ich das mit dem Trittbrettfahrer mitbekommen habe. Alles, was wir brauchen, ist eine plausible Erklärung, warum diesmal kein Pfefferspray im Einsatz war. Sobota will alle Personalakten sehen. Warum? Er sucht nach Leuten mit Kontakten ins Milieu. Nach Vorbestraften. Meine Vita kennt er ja schon. Tja, eben. Was ist das denn? Das gehört Ben. Das ist der heilige Christophorus. Den hat er neuerdings immer auf Fahrten dabei. Was? Ich glaube, es hackt. Das ist doch ein Beweisstück. Was macht das hier, bei uns? Anscheinend hatte der Typ ja doch Skrupel. Zumindest davor, einen Schutzheiligen einfach so in den Müll zu schmeißen. Oh, du bist zu Hause? Ja, ich durfte heute früher Feierabend machen. Verreist du? Ach so, nee, ich werde einfach ein paar Tage im Hotel bleiben. Ich habe so viel zu tun, da kann ich auch gleich da schlafen. Praktisch, wenn man im Hotel arbeitet. Ja, aber es funktioniert auch nur, wenn wir nicht ausgebucht sind. Sollte ich auch mal machen. Mit mir im Hotel übernachten. Auf dem Revier, wir haben so schicke Außenstarrungszellen. Ah, verstehe. Ach so, du... Du kannst natürlich, während ich weg bin, gerne in mein Zimmer. Also dann spart deine Oma sich das Geld für die Pension. Danke, das sage ich ihr. Also, ich habe ja gesagt, wir finden eine Lösung. Und deine Oma kann natürlich auch gerne mein Zimmer haben, aber ich glaube, das will sie nicht so. Ach, meine Oma ist da nicht so. Naja, deine Oma hat nicht so die beste Meinung von mir. Und das nicht nur, weil ich ein Dahlmann bin. Ja, sie sagte zu mir, ich soll die Finger von dir lassen.
Was? Sie hat das Gefühl, dass ich dir nachstelle. Tust du das? Nein, warum sollte ich? Es sei denn, du möchtest das, dann könnten wir natürlich noch mal drüber sprechen. Atmen, das war ein Scherz. Ja, Scherz. Hat sie dir auch gesagt, warum sie so denkt? Naja, Menschen, die mich nicht kennen, die trauen mir erstmal alles zu. Das war bei dir ja nichts anderes, ne? Ja, du warst aber auch ein ziemlicher Arsch. Das war reiner Selbstschutz. Wer will schon die Polizei im Haus haben? Im Grunde bist du ziemlich okay. Wow, wo kommt das denn her? Das war dein erstes Kompliment. Du bist natürlich auch ziemlich okay. Sehr sogar. Verdammt! Kann ich einmal was funktionieren? Schnürsenkel reißen schon mal. Will ich mal nachsehen, ob ich neue finde? Es geht schon. Und wie kommen Sie mit den neuen Werkzeugen klar? Das Werkzeug ist nur so gut wie derjenige, der es in der Hand hat. Sind Sie unter die Philosophen gegangen? Kann ich helfen? Ich glaube nicht, dass Sie der richtige Ansprechpartner dafür sind. Es kommt auf einen Versuch an. Wenn Sie etwas ganz wirklich doll wollen, es aber einfach nicht funktioniert, was macht man dann? Nach der Ursache suchen. Die Ursache ist, dass das Werkzeug ist stumpf. Aber haben Sie mir nicht gerade gesagt, dass es nicht darauf ankommt, ob das Werkzeug stumpf ist, sondern auf denjenigen, der... Sie wissen einfach nicht, was ich meine. Na ja, gut, bei den Informationen, die Sie mir geben? In der Natur. Eine Pflanze blüht einfach nicht so, wie sie soll, obwohl sie alles hat. Sprechen wir vielleicht von Ihnen und Ihrer Freundin? Ja. Liebe ist kein Leistungssport. Ich habe mich nicht einmal für die Vorrunde qualifiziert. Ich bin einfach abgehauen. Was sage ich ihr denn jetzt? Die Wahrheit. Wie kommst du dazu, Annemarie zu erzählen, ich hätte ein Tablettenproblem? Hätte sie es von den Jungs erfahren sollen? Nein, natürlich nicht. Eben. Sie hätte es gar nicht erfahren sollen. Es geht sie gar nichts an. Das sehe ich anders. Ja, natürlich siehst du das anders. Gott! Hendrik, ehrlich gesagt, hat Annemarie ziemlich gut reagiert. Oh, das ist ja super, dass ihr beide euch einig seid. Ganz toll. Jetzt hör doch mal auf. So, Britta, merkst du eigentlich, was du machst? Du suspendierst mich von meinem Job. Du schmeißt mich zu Hause raus. Du bringst meine Jungs zu Annemarie, ohne mit mir zu reden. Und obendrein erzählst du Annemarie, ich wäre tablettensüchtig, mal hackt es. Du lässt mir keine andere Wahl, solange du nicht... Moin. Raus! Sie stören! Hendrik! Was wolltest du sagen? Solange du nicht kapierst, dass du ein Suchtproblem hast, muss ich Entscheidungen treffen, ob dir das gefällt oder nicht. Was ist der Grund für die Verlegung? Verstehe. Zahlen bitte. Ja. Ja. Nein, nein, das müsste ich schaffen. Ja. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Matthias, ist sie gut angekommen? Ja? Und wie geht's dir jetzt? Okay, dann weiß ich Bescheid, ja. Ja. Ja, mach das. Okay, super. Danke dir, tschüss, tschüss. Ich war da, als Ihre Stute auf dem Gut angekommen ist. Frau Savakus. Schönes Tier, aber sehr verunsichert. Ja, Matthias hat sie untersucht. Sie hat stressbedingt eine Kolik entwickelt. Kann ich auch bei Ihnen zahlen?
Natürlich. Ich muss nämlich los. Ja, Justitia wird sie brauchen. Ich muss jetzt erstmal zum Gericht. Und Ihre Stute? Ja, sie ist bei Matthias in guten Händen. Okay, danke. Tschüss. Dann übernachtest du hier heute. Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich muss sicherlich nachts noch mal raus und ihr den Bauch kraulen. Och du, solange du nur einem Pferd den Bauch kraulst. Ich habe sowieso Nachtschicht. Die sehen gut aus. Wo hast du die her? Du, zwei Orte weiter, da ist eine kleine türkische Bäckerei. Ja, habe ich zufällig entdeckt. Auf dem Weg hierher habe ich mir heute mal so richtig Zeit gelassen. Ich bin über die Dörfer gefahren und habe über unsere Idee, aufs Land zu ziehen, nachgedacht. Und? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit dir hier im Grün zu leben. Ja? Ja. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das war. Schön. Komm, lass uns essen. Ja. Wie geht's eigentlich Ben Berger? Also gibt's da Neuigkeiten? Bleib doch unter uns. Es sind irgendwelche Beweise am Tatort gefunden worden. Ja, ein Schuhabdruck. Größe 46. Leider ein Allerweltsmodell und ja, bei der Laufkundschaft da am Imbiss. Ich glaube nicht, dass wir den verwerten können. Und dann gibt es jetzt wohl die Vermutung, dass es sich bei dem Überfall auf Ben Berger um Trittbrettfahrer handeln könnte. Ja, gibt es da irgendwelche konkreten Hinweise? Ich kenne nicht den genauen Ermittlungsstand, aber ich denke, dass dein Freund Ralf sich die Spedition genauer ansehen wird. Glaubst du, dass Annette was damit zu tun hat? Was? Nein, auf keinen Fall. Malte traue ich allerdings alles zu. Nein, das ist doch nicht möglich. Ein vorgetäuschter räuberischer Überfall. Körperverletzung, Hehlerei. Da käme einiges zusammen. Also irgendjemand muss Herrn Kruse informieren. Übernehmen Sie das oder soll ich das tun? Dann mache ich das. Annemarie, das ist nicht wahr. Britta hat ein vollkommen falsches Bild von mir gezeichnet. Das ist total übertrieben. Annemarie, kannst du mir bitte mal zuhören? Nein, es geht nicht um Medikamentenmissbrauch, okay? Ich muss nach der Doppelstich funktionieren und das ist vollkommen normal. Dr. Althaus? Was ist denn? Sehen Sie nicht, dass ich telefoniere? Ich kann es vor allem hören, jedes einzelne Wort und nicht nur ich. Dann gehen Sie doch woanders hin. Könnte ich bitte ein Klappsandwich bekommen auf mein Zimmer? Dankeschön. Was? Ja, ich bin noch dran, Annemarie. Nein, es ist eben nicht so gewesen, wie du sagst. Was ist das denn? Die Spedition Rot wünscht uns, dass es uns an nichts fehlt. Oh ja, das könnte hinhauen. Oh, hier ist ja ganz schönes Zeug gelegt. Ja. Komm rein. Hey. Ach, hi. Hey, seid ihr gerade erst gekommen? Ja, Britta hat mich noch mal von Kopf bis Fuß durchchecken lassen. Ja. Dankeschön. Das wäre aber echt nicht nötig gewesen, oder? Das ist das Mindeste. Na gut. Papa! Hey, Lilly! Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Tut's weh? Im Moment nicht. Und bei dir? Alles gut. Komm, ich zeig dir, was wir heute im Expertenkurs gebaut haben. Eine Solarzelle mit Tee und Titan. Lilly, langsam. Oh. Papa hat eine Gehirnerschütterung, ja? Setz dich da. Ist das sehr schlimm? Nein. Mein Gehirn ist nur ein bisschen gegen die Schädeldecke gerumst und hat ein paar blaue Flecken abbekommen. Kenn ich, hab ich auch manchmal. Geh vorbei. Na, hört ihr? Ja. Hattest du Omas Schutzengel nicht dabei? Doch, natürlich. Da gebe ich dir eine Note. 6. Wieso? Das war unfair. Immerhin, ich hatte Glück im Unglück. Nur leider ist der Christophorus zusammen mit dem LKW verschwunden. Dann sage ich Oma, dass sie dir einen 9 geben soll. Nein, 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 nein. Der Oma sagen wir gar nichts. Du weißt doch, sie macht sich mal gleich solche Sorgen. Vielleicht findet die Polizei ja den LKW, dann ist auch dein Christophorus wieder da. Ich glaube, da stehen die Chancen eher schlecht. Von den LKW, die in letzter Zeit verschwunden sind, ist keiner wieder aufgetaucht. Dann frage ich Frau Reichert, ob sie nur noch LKW-Diebe jagen kann.
Service. Okay. Das gibt's? Meine Schwester hat mir von dem Tablettenmissbrauch erzählt. Na super. Dann weiß es ja bald die ganze Stadt. Entschuldigung, wer hat es denn gerade durch unsere Lobby gebrüllt? Gebrüllt? Nur war's das bitte, ich würde nämlich gern essen. Ja, ich hab Hunger. Britta meint, dass die Gefahr der Abhängigkeit besteht. Nein, es besteht keine Gefahr. Gott, mach mal. Ich hatte einen einzigen Rückfall, okay? Einen einzigen. Und das war eine Notfallsituation. Jetzt tut Britta so, als würde die Welt untergehen. Britta ist manchmal ein bisschen überkorrekt, ja. Aber sie neigt nicht zu Übertreibungen. Warum erzählt sie das überhaupt? Weil sie sich natürlich Sorgen macht. Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Wissen Sie, das einzige Problem, das ich habe, ist, dass die ganze Welt meint, sich einmischen zu müssen. Deswegen habe ich das Thema nicht angesprochen. Ich ja. Ach, ich habe keine Lust mehr auf dieses Thema, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr für ihn. Ich wollte nur helfen. Danke. Na? Was macht unser Patient? Nee, ne? Sag mal, ist das etwa? Biggis berühmte Bauernsülze mit Bratkartoffeln und Remoulade. Wie, dann bist du extra meinetwegen vorbeigefahren? Naja, ehrlich gesagt wollte ich mich auch ein bisschen bei Ihren Gästen umhören. Ob vielleicht einer was gesehen hat. Aha. Und? Nö. Aber auf jeden Fall bist du Gesprächsthema Nummer eins der Woche. Kann ich auch verstehen. Die haben alle Schiss, dass es einen von ihnen trifft. Ach so, ja, und gute Besserung, soll ich dir sagen, von Biggie. Oh, danke. Ja, auch an Annette und dich, dass ihr euch so um mich kümmert. Ihr habt doch genug eigene Probleme. Naja, wir sind ja versichert. Bis da Geld fließt, geht zwar noch einige Zeit ins Land, aber... Ha? Warum das? Naja, die Staatsanwaltschaft bezweifelt den Tathergang. Was? Ja. Die haben die Gegend um den Tatort abgesucht, aber wohl nichts gefunden, was auf die Bande hinweist. Naja, das sind vermutlich Profis. Tja. Trotzdem, ich frag mich... Obwohl, nee, das kann ich ja jetzt dich fragen. Ha? Aber nicht persönlich nehmen. Na komm schon, spuck's aus. Sag mal, bist du ganz sicher, dass der Überfall genau da passiert ist, wo du gefunden wurdest? Na ja, klar. Nicht vielleicht 30, 40 Meter weiter links oder rechts? Nachdem du eins über die Rübe gekriegt hast, bist du da nicht vielleicht nur ein paar Schritte gelaufen? Immerhin standst du unter Schock. Naja, das war eher ein Knockout. Ja. Sowas kann einem ganz schön die Birne vernebeln. Ach komm, lass, ist egal. Irgendwann wird die Kohle schon fließen. Du, in meinem Kopf ist das alles ein bisschen verschwommen. Ich meine, 100% sicher bin ich jetzt nicht. Vielleicht hat die Polizei ja tatsächlich an der falschen Stelle gesucht. Und außerdem, am Straßenrand, da stehen auch überall so ganz dichte Büsche. Tja, kann man leicht was übersehen. Am besten, ich spreche noch mal mit der Polizei. Nee, komm, lass. Werd lieber gesund. Ihr legt euch so für mich ins Zeug, dann kann ich doch mal telefonieren. Na, ernsthaft, ihr habt schon genug Theater meinetwegen. Wäre schon sinnvoll, wenn die noch mal dahin fahren. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein einfacher Disponent. Nein, du hast ja völlig recht. Ich wollte zur Imbissbude. Im Grunde genommen müssen die doch den ganzen Weg bis dahin absuchen. Am Hauptbahnhof musst du zum Ausgang Steindamm, Oma. Gibt es da mehrere Ausgänge? Ja, ganz viele. Am besten fragst du da. Ach, ich schaff das schon. Ich gehe nicht verloren.
Ist die Folge zu Ende? Ja, leider. War schon ganz schön traurig. Hör mal, was ich auf meiner Playlist gefunden habe. Das war doch euer Lied. Oma, jetzt hör doch mal auf mit Patrick. Das ist Ewigkeiten her. Aber ihr habt das stundenlang gehört. Ja. Stundenlang. Alle haben gesagt, wir waren das Traum-Teenie-Paar von Mettmann. Und dann hat er mit mir Schluss gemacht. Und ich habe wochenlang geweint. Soweit ich weiß, hat er an der Uni seine große Liebe gefunden. Nein, die sind wieder getrennt. Das hat mir seine Tante erzählt. Wie auch immer, ist mir egal. Ja, aber eine so große Liebe verdient doch eine zweite Chance. Du hast ihn damals einfach gehen lassen. Oma, er hat mich abserviert. Da gab's nichts zu kämpfen. Und warum willst du mich eigentlich überhaupt mit ihm verkuppeln? Ihr wart so ein schönes Paar. Und ich fand ihn nett. War er aber nicht. Menschen können sich ändern. Ja, genau. Ich zum Beispiel. Inzwischen bin ich gern Single und lebe gern in Lüneburg. Och, Mettmann ist auch schön. Für mich gibt es keinen Grund mehr zurückzugehen. Einen Grund gibt es schon. Ich vermisse dich so. Wenn ich nichts unternehme, dann werde ich alles verlieren. Job weg. Frau weg. Kinder weg. Wollen Sie sich wegen der Suspendierung einen Anwalt nehmen? Die Klinik verklagen? Ich weiß nicht. Britta und ich sind ein Paar. Danach wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Naja, Dinge ändern sich. Aber ich will das alles gar nicht. Ich will mein altes Leben zurückhaben. Dann vielleicht besser ohne Anwalt. Britta macht sich überhaupt keine Gedanken, was das alles für Folgen für mich haben kann. Ich finde, sie hat schon ganz schön viel Geduld gehabt. Ich meine allein, wie oft wir beide schon über diese Scheißpillen geredet haben. Britta erzählt überall rum, ich wäre tablettenabhängig. Haben Sie sich denn als Arzt schon was zu Schulden kommen lassen? Nein, ich mache einen super Job. Wir hätten das alles auf dem kleinen Dienstweg erledigen können. Und jetzt fängt sogar meine Ex-Frau an, sich einzumischen. Wegen der Kinder? Ja. Und ich könnte damit noch gar nicht umgehen. Bei meinen Jungs hört der Spaß auf. Sie haben recht. Ich muss was tun. Ich wusste gar nicht, dass du so traurig warst, als ich gegangen bin. Ich wollte dir kein schlechtes Gewissen einreden. Ein junger Mensch musste raus in die Welt. Aber du bist nun mal meine Enkelin. Warst du denn eigentlich so einsam in Mettmann? Ich bin doch nie einsam. Und allein die Belegschaft bei Dahlmann, da gibt es immer genug zu tun. Aber weißt du, meine Delay, Familie ist etwas anderes. Und dann gab es irgendwann den Moment, da fehlte irgendetwas. Und das, das warst du, bist du. Warum hast du mir das nicht gesagt, Oma? Dann hätte ich dich viel öfter besucht. Stattdessen versuchst du, mich in diese Patrick-Geschichte reinzuquatschen. Ja. Entschuldige. Aber eine so große Liebe hört doch nicht einfach auf. Oma, man kann sie nicht erzwingen. Ich will doch nur, dass ihr wieder miteinander redet, dass ihr euch einmal seht. Und ja, vielleicht habt ihr euch ja auch was zu erzählen. Vielleicht passiert das irgendwann, aber ich kann hier nicht einfach so weg. Ich bin Beamtin. Heißt das, dass du jetzt für immer hier bleiben musst? Nein, das nicht. Aber der Jobwechsel ist total kompliziert. Ich habe nie gewollt, dass du zur Polizei gehst. Warum bist du nicht Ärztin geworden? Oma, dann hätte ich andere Schwierigkeiten. Sag mal, wann geht denn dein Zug nach Hamburg? Oh, ich muss mich fertig machen. Wollen wir schnell noch dein Gepäck in mein Zimmer bringen? Meinst du wirklich, ich soll hier bleiben? Oma, wieso denn nicht? Und wo schläfst du?
In Simons Zimmer. Ja? Na gut. Oma? Ja? Hast du eigentlich mit Simon über mich gesprochen? Nein. Wieso? Ah, nur so. Ihr Zustand hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Ich werde heute Nacht in ihrer Nähe bleiben. Und wenn irgendwas ist, dann rufe ich dich an, okay? Alles klar. Ja, bis dann. Ciao, Ralf. Und, wie geht es, Justitia? Unverändert. Darf ich? Gerne, ja. Ich will später noch ein paar Untersuchungen machen. Aha, während Ihr Freund gemütlich seinen Termin nachgeht? Ja, gemütlich würde ich das jetzt nicht nennen. Aber entschuldigen Sie, was kann denn so wichtig sein, dass man nicht zu seinem kranken Pferd kommt? Na ja, ich bin ja da. Nein, es ist eine Frage der Einstellung. Es erinnert mich einfach viel zu sehr an meinen Ex-Mann. Der hat Pferde auch immer als Luxusartikel angesehen. Tja, solche Leute, die gibt's leider. Mhm. 360 Tage im Jahr kümmert sich das Personal um das Pferd. Und wenn der Herr einmal reiten will, muss es funktionieren. Ja, Ralf tickt so aber nicht. Das müssen Sie ja sagen, es ist Ihr Freund. Wir werden sehen. Komm. Na, störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie rein. Wollen Sie was trinken? Danke, nein. Ich wollte fragen, ob ich die Personalakten mitnehmen dürfte. Ach so, ja, natürlich. Aus Goslar habe ich jetzt noch nicht alle zusammen. Die reiche ich dann nach. Das ist kein Problem. Sagen Sie mal, Sie sind doch kürzlich erst geschieden worden. Ja, wieso? Wäre es möglich, dass Ihr Ex-Mann sich vielleicht an Ihnen rächen möchte? Dirk. Der Typ hat Annette mit seiner Sekretärin betrogen und die Frau geschwängert. Ja, also wenn da jemand Grund zur Rache hätte, dann ich. Ah, okay, verstehe. Na dann. Gibt's denn neue Erkenntnisse? Unsere Kollegen sind noch mal am Tatort gewesen, denn Herr Berger konnte sich nicht mehr daran erinnern, wo genau er überwältigt wurde. Ach so. Naja, er hat einen massiven Schlag auf den Kopf bekommen, da kann man sich natürlich nicht erinnern, das ist klar. Hm. Ja, wir haben unser Suchradius etwas erweitert und tatsächlich noch ein Beweismittel gefunden, was eventuell im Zusammenhang mit der Diebstahlserie stehen könnte. Eine Dose Pfefferspray. Pfefferspray? Hm. Davon hat Ben gar nichts erzählt. Nee, mir auch nicht. Da gibt es vielleicht eine einfache Erklärung. Die Dose war leer. Vielleicht ein Planungsfehler der Täter? Vielleicht mussten sie improvisieren? Tja, mal sehen, was die KTU noch ergibt. Meine erste Theorie ist damit hinfällig. Tja, mal sehen. Gut zu wissen. Was aber nicht heißt, dass wir unsere Ermittlungen einstellen. Also wir ermitteln weiter, in alle Richtungen. Hoffentlich schnappen Sie die Kerle bald. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank nochmal. Mhm. Cool, ich habe einen Flummi. Was hast du bekommen? Ich habe den limitierten blauen Elefanten bekommen. Können wir tauschen? Überraschung! Hey, ach, hallo! Hey, wie geht's euch? Zum hast du eine Nachricht nicht bekommen? Doch, aber ich wollte erst mal mit Mama sprechen. Das ist doch nicht nötig. Hm? Geht's dir denn jetzt eigentlich besser? Ja, klar. Es geht mir nicht schlecht. Hm? Also, was wollen wir machen? Kuchen, Burger, Kino? Wo hast du Lust? Am besten alles. Okay, das habe ich mir gedacht. Wir wollten gerade eigentlich mit Mama ins Museum. Aber das könnt ihr doch auch nächste Woche machen. Hat die sowieso keinen Bock drauf. Na, siehst du, hä? Jetzt, wo es dir besser geht, kommst du wieder zurück nach Hause? Joe, das liegt ganz so einfach. Das wird noch ein paar Tage dauern. Da müssen erst ein paar Wogen geglättet werden. Was sind Wogen? Sowas wie Wellen. Wie im Schwimmbad? Ja, ganz genau. Die sind doch aber toll. Naja, aber wenn du dann das Wasser in deine Nase bekommst, das ist nicht ganz so lustig, oder? Also, was sollen wir machen? Burger. Burger? 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 Okay, kommt schon. Los geht's. Ach, ihr Lieben, ich hab einen Bärenhunger, hä?
immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, so verschwenderisch. Man sagt nichts, hält für immer. Hey. Na, bist du in meinem Zimmer? Ja. Und wie ist es? Naja, riecht nach Kerl hier. Sei froh, dass es nicht nach Mistkerl riecht. Stimmt, könnte schlimmer sein. Ich wollte gern Kalle gute Nacht sagen. Ja. Ja, wir sind bereit. Kennst du die Geschichte von Kalle eigentlich? Nein. Okay, dann wirst du jetzt was von meiner weichen Seite hören. Also Kalle habe ich von meinem besten Freund David geschenkt bekommen, als mein eigentlicher, wirklicher Hund Kalle verschwunden war. Boah, ich war so aufgeschmissen. Ich war so traurig. Aber am Ende ist dann doch alles gut gelaufen. Delay, bist du noch dran? Delay. Hallo, Frau Reichert. Hallo. Ach, Matthias sagte mir, Ihre Stute wäre krank. Ja, sie ist leider noch nicht über den Berg. Ich möchte auch gleich zu ihr, sobald ich mich hier loseisen kann. Aber ausgerechnet heute habe ich Eildienst. Ach, Frau Reichert, wegen der Spedition Roth. Also die Hinweise verdichten sich, dass das wohl kein Insiderjob war. Ah. Wir haben zwar noch keine gesicherten Kenntnisse, vielleicht spielt irgendeiner Katz und Maus mit uns. Aber, ich habe mir die Akte rund um diese ganze Petrov-Geschichte noch mal angesehen und hätte ganz gerne Ihre Einschätzung dazu. Mhm. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Spedition Roth selbst bei dem Überfall auf Ihren Fahrer beteiligt ist? Nein, ganz ausgeschlossen. Also vor allem, was die Inhaberin, Frau Roth, anbelangt, also da bin ich mir sicher, die hat nichts damit zu tun. Hm. Und was ist mit Herrn Neumann? Naja, Sie kennen ja sicher seine Akte. Hm. Also, ehrlich gesagt, Herrn Neumann, dem traue ich so einiges zu. Aber gegen eine Tatbeteiligung spricht die Brutalität, mit der gegen Herrn Berger vorgegangen wurde. Sowohl Herr Neumann als auch Frau Roth sind mit der Familie Berger befreundet. Hm. Verstehe. Hm. Ja, gut. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gern. Und noch einen entspannten Dienst. Ja, gleichfalls. Wenn du willst, ich kann dich direkt mit ins Hotel nehmen. Das ist ganz lieb, aber ich würde mich gerne schnell frisch machen. Man trifft ja nicht alle Tage einen Bo Kruse. Und dann würde ich gerne noch mal kurz nach Justitia gucken. Ja, Herr Wilke hat mir davon erzählt. Blöde Sache, hm? Blöde Sache? Ich meine, sie hat eine Kolik. Ich bin mir sicher, dass Herr Sobotta so schnell wie möglich herkommt. Na, ich glaub's eher nicht. Er hat das Rundum-Sorglos-Paket gebucht. Er kümmert sich lieber um seine Karriere. Kann es sein, dass er dir gefällt? Was? Nein. Ach komm. Herr Sobotta hat alles, was ein Mann haben muss, damit er für dich interessant ist. Er sieht gut aus, männlich. Er packt mit an, wenn es darauf ankommt. Das ist wie Gregor. Bist du deshalb so sauer auf ihn? Nein. Dann haben mich meine Beobachtungen getäuscht. Also, vielleicht liegst du ja doch nicht ganz falsch. Aber wenn ich eins aus der Beziehung mit Gregor gelernt habe, dann halte ich fern von diesem Typ Mann. Er tut dir nicht gut. Schick. Dankeschön. Ist es das? Ja. Erwarten Sie eine Nachricht? Ja. So. Und wer soll sich melden? Mein Freund. Also glaube ich jedenfalls, dass er das ist. Das heißt, Sie sind noch nicht lange zusammen? Ich bin total verliebt in ihn. Da ist die Sehnsucht noch sehr groß. Ich fürchte nur, ich habe ihn heute total überfahren.
Wenn er sie liebt, dann steckt er das weg. Da bin ich mir nicht so sicher. Marvin und ich hatten heute einen sehr nahen Moment miteinander. Aber er ist einfach abgehauen. Er hatte früher einige Schwierigkeiten. Also, ernsthafte Schwierigkeiten. Ich glaube, er weiß einfach nicht, wie man vertrauen kann. Tja. Aber keiner kann vertrauen, wenn ihm nicht vertraut wurde. Er war eine Zeit lang im Jugendstrafvollzug. Wissen Sie, das Gefängnis bricht Menschen. Vielleicht muss er ja jetzt erstmal wieder heile werden. Hm? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich bin manchmal einfach viel zu viel. Aber nein, Charlotte. Der Lauf der Liebe verlief niemals glatt. Shakespeare, Sommernachtstraum. Ich muss jetzt zum Zoo. Okay, viel Spaß im Theater. Danke. Tschüss. Sind das die Akten aus Goslar? Ja, genau. Sie können dann Feierabend machen. Danke. Alles klar. Ciao. Ciao. Spedition Rot, Annette Roth am Apparat. Herr Sobotta. Mhm. 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 Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Was hat er gesagt? Er braucht die Personalakten nicht mehr. Er möchte seine Ermittlungsressourcen anderweitig einsetzen. Er lässt uns tatsächlich vom Haken. Ja, sieht ganz so aus. Was ist denn los? Freu dich doch mal. Hä, mit dem Geld, das Cosmo macht, stoßen wir uns gesund. Wir können die Raten für das ATLS bezahlen, wir können die Lagerhalle in Goslar wieder aufbauen. Ist doch alles perfekt gelaufen. Jetzt müssen wir nur noch das hier entsorgen. Das mache ich. Brauchst du nicht. Will ich aber. Soll ich uns heute was Schönes kochen? Also nächstes Mal teilen wir uns aber die Pommes, hä? Ich bin paffsatt. Ich auch. Warum bleibt denn Joe? Ey, sei doch nicht so ungeduldig, meine Güte. Er ist gerade eine Minute weg. Es dauert eben ein bisschen, bis er seinen Schulblock gefunden hat. Da seid ihr ja. Hey, wo ist denn dein Bruder? Er ist im Schreibwarenladen. Okay. Kann ich mal ganz kurz mit dem Papa sprechen? Kannst du kurz erwarten hier? Was ist los? Annemarie ruft mich an, weil ihr nicht zu erreichen seid. Weder Joe noch du. Wo wart ihr? Im Kino. Im Kino und da rufst du nicht mal an, sagst nicht Bescheid? Muss ich jetzt mal Erlaubnis bitten, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe? Ich möchte nicht, dass die Jungs in unseren Streit reingezogen werden. Das passiert schon nicht, keine Sorge. Das passiert die ganze Zeit. Ich bring die beiden jetzt zu Annemarie. Ja. Sam, komm mal, wir holen deinen Bruder und fahren zu Mama, ja? Sagst du Papa, okay. Tschüss? Britta. Hey, Kleiner. Hey. Sagst du deinem Bruder, dass wir es bald sehen, ja? Okay? Ich hab dich ganz lieb, okay? Es tut mir wirklich leid, dass ich es nicht früher geschafft habe, aber ich habe momentan so viel zu tun. Du, kein Problem, wirklich. Also, vielen Dank, ja? Ja? Danke, ciao. Wow. Sie gehen noch aus? Ja, ich habe noch was vor. Schön, dass Sie sich um Ihr Pferd kümmern. Endlich. Tja, ich habe es leider nicht früher geschafft.
Aber habe ich da so einen leichten Vorwurf gehört? Ich bin ein bisschen überrascht. Nachdem Sie den ganzen Tag hier nicht aufgetaucht sind, habe ich nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Was halten Sie denn von mir? Ich halte Sie für einen egoistischen Ignoranten, der sein Pferd sträflich vernachlässigt. Oh. Okay. Ich glaube, ich habe mich total in Ihnen geirrt. Ich habe Sie eigentlich für eine kluge, aufgeschlossene Frau gehalten, aber dass Sie mit so wenig Informationen über einen Menschen so urteilen, das überrascht mich ja schon. Annette? Hey. Was machst du denn hier? Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Aha. Hier, für dich. Was? Wieso? Einfach so. Ich will dir den Abend versüßen. Das ist doch nicht nötig. Na, und ob das nötig ist? Malte und du, ihr kümmert euch immer so liebevoll um uns. Ihr seid richtige Freunde geworden. Sag doch sowas nicht. Ach, na komm, stimmt doch aber. Annette, was ist denn los? Tina, ich... Annie war den ganzen Tag unterwegs, jetzt verlangt sie nach ihrem Papa. Den will ich aber auch. Die kleine Dame geht vor. Ich habe extra für dich das Teamessen sausen lassen. Das ist ganz bezaubernd von dir. Ich... Was ist das denn? Sieht aus wie ein Schutzengel. Lilly Berger hat mir gerade erzählt, dass ihr Vater so eine vermisst, weil die in dem LKW war, der verschwunden ist. Du wirst aggressiv und unzuverlässig. Ich bin nicht abhängig. Du hast unter Tabletteneinfluss operiert, weil du es nicht... Das war wegen Lilly. Nein, das war, weil du es nicht im Griff hast. Hast du mich zwangseinweisen lassen oder was?